Dadurch, dass wir so einen Haufen ich meine, waren ja mehr als 50% von uns in unseren Außengrenzen, dass wir am See gelegen sind. Deswegen wäre das vielleicht gar nicht mal so verkehrt hier. Verbündete Truppen entsenden. Du kannst Truppen auf ein benachbartes verbündetes Schlachtfeld entsenden und anstelle deines Verbündeten kämpfen. Du kannst das Gebiet durch das Ergebnis der Schlacht nicht beanspruchen, aber du kannst Beute erhalten. Je weiter der Krieg entfernt ist, desto höher sind die Teilnahmekosten und auch die Moral wird sinken. Wir nehmen noch die Weinproduktion erst schon mal. Hauptsache Geld. Mach dich nicht über die Geräusche lustig, hier ist Krieg. Das ist eine ernste Angelegenheit. Ja gut, war eher eine Kneipenschlägerei, aber egal. Stirb, stirb, bitte stirb, Bastard. Das war schon wesentlich knapper. Du hattest Glück. Nächstes Mal wird es nicht so einfach sein. Ja. Frühjahrssitzung des Parlaments. Oh. Ich danke euch allen, dass ihr hier seid. Heute möchte ich gerne hören, wie es den Menschen in diesem Königreich geht. Theresa wird sich diese Geschichten anhören und darauf antworten. Alle Stimmen sind willkommen, also bitte macht mit. Da
Verwaltung. Ihr habt nicht genug Holz. Ihr solltet zumindest einen kleinen Beitrag für Notfälle bereithalten. Petition zum Aufstocken von Holz. Stabsoffizier Aaron. Bitte führt ein Medaillensystem ein, um die Tapferkeit der Truppen anzuerkennen. Das ist die realistischste Belohnung, die du geben kannst. Petition zur Forschung von einem System mit, von Medaillen. Ausbilder Beatbahn. War gerade Zeuge, wie ein Haufen Idioten den guten Ruf dieses Königreichs trübten. Petition 1 der Theresas Truppen auszubilden. Du hast 5 Monate Zeit, um die verabschiedeten Vorschläge in die Tat umzusetzen. Wähle mit Bedacht. Ja, das mit den System von Medaillen, das hatte ich mir ja auch schon. Auch schon überlegt. Die frühere Sitzung des Parlaments im ist beendet. Ein Antrag wurde angenommen. Ach, ich hätte mehr annehmen können. Okay. Deine Truppen brauchen keine Rekruten. Aber die haben noch gerade Schaden genommen. Ne, die sind komplett geheilt. Ach nee, warte mal. Das sind die Truppen von denen hier. Ja. Du musst mindestens 148 Gold besitzen. Ach du Scheiße. Ja, das ist ja bei Nummer 3 noch teurer werden. Der hat ja extrem auf die Fresse gekriegt. Nee, bei dem kostet es bloß 84. Alkohol wird deine Probleme nicht lösen, aber er wird dich sie vergessen lassen. Das hat mein Onkel immer gesagt, bevor er an Alkoholismus starb. Ich muss diese verfluchte Welt nur ein bisschen vergessen, sonst verliere ich meinen Lebenswillen. Auf diese Weise habe ich den Abt überzeugt. Das ist Spitzfindigkeit. Ist mir egal, aber... Ach so, das ist der Typ, wo wir hier jetzt die Weingärten angelegt haben. Du hältst heidnischer Gefangener, was auch immer das bedeutet.
Graue Bücher ist halt Kacke. Uff, das ist kompliziert. Wohin haben wir denn überhaupt Seewege? Nach da oben, keltische Siedlung. Kelten. Nicht-Religion, Geächtete im Wald. Neutral. Nützt keltischer Langbogenschütze. Ihre Truppen sind fast zu erperren. Zu erbärmlich, um sie Truppen zu nennen. Es heißt, ich bräuchte Gold, um meine Truppen aufzustocken. Dann könnten wir dort vielleicht mal einmarschieren. Hier unten, das ist vielleicht nicht ganz so lustig. Almoraviden-Dynastie, schiitischer Islam, keine Zugehörigkeit, neutral. Militärische Stärke gleicht der deinen. Benutzt Tuareg-Speer. Ja, halt schön, wenn man so zu solchen Sachen auch noch einen kleinen Tooltip kriegen würde. Aber das sind die einzigsten, wo wir einmarschieren könnten, weil hier die auf dem Festland. Die würde ich mir schon ein bisschen warm halten wollen. Wenn wir mit denen die Diplomatie stoppen. Es wäre fast günstiger, die hier zu nehmen, hä? Allein, dass wir einen kleinen Puffer haben, falls irgendjemand komplett am Rad dreht. Da hätten wir die als verbündete Puffer, als Puffer hier zum Rest von Europa. Zehn ist der monatliche Unterhalt, okay. Einkommen 19. Naja, geht doch. Können wir uns ja leisten. Apropos, weißt du, wie scheiße das ist bei, na, Baseball Mogul, wo ich dir mal einen Screenshot gezeigt hatte, mit den Pirates überhaupt was zu reißen? Wir haben so wenig Zuschauer, die kriegen kein Geld rein. Von der gesamten National League.